Brauche ich auch. Holz auch. Jetzt haben wir hier auch alles drin. Ich glaube, ein bisschen Cobblestone brauche ich für Hebel. Denke ich jetzt. Schon, ja. Keine Ahnung. Denke ich. Wir waren pennen, genau. Aber. No one block climbed. Ah ja, ja. Ach ja, wenn man hier. Ups. Wenn man einen Stock in der Hand hat, kann man gucken, ob was geclaimed ist oder nicht. Noch Tag. Ich mach mal kurz die Cam aus. Dann, wo ist unser Stein? Ach da. Okay, wir müssen. Ja, okay, ist ja eh wurscht. Wir müssen erstmal Redstone-Fackeln machen. Ein paar. 51? Ja, komm. 51. Können wir 52 Redstone-Fackeln? Dann machen wir mal ein paar Verstärker. Peng. Peng. 21? Müsste reichen. Müsste eigentlich schon reichen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Redstone-Fackeln. Wenn ich nicht sogar schon zu viele gedingst habe. 21 Verstärker. Okay. Wir brauchen aber auch noch ein paar Stöcke. Einige. Ja, komm. 8 Hebel. So rum. 8 Hebel. Machen wir vielleicht später nochmal. Keine Ahnung. Sehen wir ja. Was brauchen wir denn noch? Ich glaube, das war's erstmal, oder? Mehr brauchen wir gerade gar nicht. Wir können da jetzt nochmal ein paar Redstone-Fackeln draus machen hier. Peng. Ich glaube, mehr brauchen wir gerade gar nicht. Jetzt muss ich nur überlegen, wo ich den Hebel hinmache. Und ja, wir sind jetzt erstmal wieder ein paar Minuten unter Tage, weil Steuerung muss halt unterirdisch hin. Blöde Creeper. Die müssen wir halt unterirdisch machen. Ich hätte mich sehr gerne hier einfach nach unten gebaut. Oder ein ziemliches Stück nach unten gebaut. Einfach mal so. Ohne vielleicht selbst damit dabei runter zu gehen mit. Ach, Erde ist damit reingefallen. Ja, okay. Ist alles dann. Und von da vorne an der Seite her gebaut. Und hier so rüber gebaut. Bis wir das Licht sehen. Am Ende des Tunnels. Licht, das machen wir auch mal. Dass wir circa immer die Höhe haben. Keine Ahnung, wie wir dann die Signale laufen lassen. Ich hoffe, wir kommen gleich an. Ich habe den Verdacht, wir sind nicht tief genug. Ich habe den Verdacht, wir sind nicht tief genug. Warte, da müssen wir nochmal auf. Machen wir uns dann einfach so runter, komm, ist egal. Stecken wir uns da drüben wieder hoch. Zack, jetzt sind wir auf jeden Fall tief genug. Wo ist die Erde? Die ist ja. Danke. Jetzt nicht ins Loch fallen, weil sonst wäre es blöd. Nein, ich will da noch rein. Müsste reichen jetzt, aber. Genau, und da will ich hin. Und jetzt sind wir eigentlich eins neben den Kolben. Das heißt, alle Kolben sind hier über uns. Oder? Genau, hier sind alle Kolben. Die Richtung dürfte kein Kolben mehr sein. Genau. Machen wir nämlich hier einfach mal da in die Richtung durch, bis kein Kolben mehr kommt. Keine Kolben mehr kommen, dann können wir nämlich ziemlich lange eigentlich schon mal alles oder relativ alles bestimmen.
Danke, Minecraft. Sehr nett. Na toll. Na toll. Oh, ich sehe gerade richtig. Genau, genau das wollte ich eigentlich. Nice! Dinge, die man nicht erwartet. Cool! Richtig geil! Mega geil! Stöcke lasse ich da. Gammelfleisch lasse ich da. Mega geil! Aber wie gesagt, Dinge, die man nicht erwartet. Ich baue hier einfach zu. Cool! Geil! Geil! Okay, wirklich geil. Wirklich gerade geil. Oh, okay, hier sind schon die letzten Kolben. Dann können wir hier eigentlich so dicht machen. Das sind wirklich unter die Dinge, die man nicht erwartet. Cool. Das freut mich jetzt. Das ist richtig cool jetzt. Aber dass meine FPS einbrechen gerade nicht. Geil. Geil, 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 geil. Jetzt haben wir noch mehr Goldäpfel, die wir eh nie brauchen werden. Bin kein Mensch, der großartig Goldäpfel braucht. Bin wieder da. Hi. Okay, das ist die Höhe. Wir müssen eigentlich nicht mal so viel hoch. Hier haben wir uns hochgesteckt. Gut, zack. Hier müssen wir. Naja, die Tiefe eigentlich gut getroffen. Kann ich auch nicht beschweren. So, die Richtung bauen wir jetzt noch weg. Weil ich muss ja dann irgendwie auch noch hinkommen und alles und ein bisschen was sehen. Und dann bauen wir vorne am besten noch hinter der Wand zwei, ein bisschen weg. Für die ganzen Signale. Ich will sie nicht, also ich will sie alle einzeln hinterlaufen lassen, am besten auch den kürzesten Weg. Und nicht alle außenrum. Das ist jetzt einfach nur, damit ich hier mal herkomme und da ein bisschen bauen kann. Ein bisschen abbauen kann. Ein bisschen was sehe zumindest. Meine Nase geht gerade zu. Mal, das schaut doch geil aus. Das funktioniert doch. Ich glaube, das kriegen wir heute echt noch zusammen. Dass die Farm funktioniert. Oder dass das hier funktioniert. Das kriegen wir noch hin. Aber dass wir jetzt hier den Spawner gefunden haben, das ist mega geil. Das ist mega geil. Okay. Jetzt ist natürlich unser Inventar voll. Müssen wir dann noch mal doch einen kurzen Abstecher nach oben machen. Das Eisen nehme ich auf jeden Fall mit. Noch mal einen kurzen Abstecher nach oben machen. Und von da aus dann mal gucken. Ich kann ja eigentlich auch gleich die Hebel platzieren. Ich glaube, ich mache die einfach hier überall rechts neben der Kiste hin. So, mach dann einfach mal hier so, zack, rein. Hier rein. Da rein. Da rein. Sehe nicht, wie das wegen laufen soll. Oder wie das wegen läuft dann. Ach ja, wir bräuchten hier unten vielleicht auch ein paar Fackeln, ha? Huh? Damit hier auch ein bisschen Licht ist. So, sehe auch ein bisschen Licht und ich höre schon wieder einen Zombie. Oh Mann, es ist natürlich Nacht.
Hey Kuh, was machst du da? Wir gehen rauf, pennen, lernen er uns erst unser Inventar aus und dann pennen. Also haben wir schon wieder so viel Tag verschwendet. Ich glaube, das geht echt klar schnell hier. Und es geht an sich schnell. Immer irgendwie. Und ich bin einfach zu lahm. Jetzt haben wir 7 Goldäpfel, hey. Doch auch immer normal. Rein damit. Ach, du bist in der Wohnung. Kein Wunder, dass es hier die ganze Zeit grunzt. Die Hebel brauchen wir auch nicht mehr. Da haben wir unsere 4 platziert. Okay, wir gehen pennen. Hauen uns vielleicht noch was ins Gesicht. Upp, gute Nacht. So. Weiter geht's. Wir gehen nach unten. Und gucken da mal hin. Hey, wir haben schon 6:30. Bin ich auch wieder ganz fleißig, ja? Nein. Nein. Keine Zeit. Au! Ich hab gesagt nein! Zeit für sowas. Und die. Wow. Wir machen hier einfach einen Zweiergang mal so durch. Zweiergang wegen den Trichtern. Ich weiß nicht, ob ich das für Ektar vielleicht so ein bisschen als Wartungsluke mache, aber eigentlich brauchen wir ja keine Wartung. Ist ja eine einfachste Steuerung. Wirklich keine schwierige. Ist ja einfach nur, ich gebe ein Signal und irgendwas fährt ein oder aus. Am besten würde ich es gern, dass es einfährt, weil ich es umdrehen will. Im Moment, wo ich den Hebel auch auf einen mache. Und jetzt haben wir hier 3, das heißt, einer kommt noch. Und da haben wir ihn eigentlich schon. Zack. Machen wir alle Hebel auf an. Bin ich vergessen vorhin. An. 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 Meins. Ist doch gesehen. Ich habe was verschwinden sehen. Im Trichter. Bis auf da ganz hinten, weil den haben wir ja nicht angebuddelt. So. Mob Griefing ist aus. Rein theoretisch kann ich auch auf das Redstone auf Erde setzen. Aber das machen wir nicht. Das machen wir hier. Zack. Einmal. Zack, zweimal. Zack, dreimal. Zack, viermal. Und wir müssten auch rein theoretisch direkt in die Richtung bauen können. Weil wir hier auch überall direkt die Pistons unter uns haben. Keine Fackeln mehr dabei, das ist natürlich jetzt ganz doof. Ein bisschen Licht haben. Dat. Oh, auch noch Eisen. Nehme ich natürlich auch noch. Das nehme ich natürlich mit. So, weiter geht's in die Richtung, bis wir Licht sehen. Bis wir Licht am Ende des Tunnels haben. Und da. Und es wäre relativ die Mitte von den Pisten. Eigentlich gut. So, wir müssen nur schauen, dass wir das Signal dann hochbekommen. Es geht bis dahin. Bis hier. Geht bis hier. Habe ich gut gehört. Ich würde jetzt halt nämlich hier gerne. Machen wir einfach. Zack, 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 zack. Decken wir uns mal hoch. Hoch. Hochstecken. Mist. Ich habe die Fackeln auf Ding. Das müsste auch von der Höhe hinhauen. Ups, nein.
Haben wir die alle? Jetzt hat, haben wir das einmal invertiert, das Signal. Also jetzt hat, wenn da aus, genau, jetzt sind sie eingefahren, jetzt ist an. Das Signal ist an, das schält die aus. Müsste eigentlich so dann schon funktionieren. Mal die Fackeln raus, weil hier hinten ist er eh beleuchtet. Zack, zack. Zack, hier. Dann geht's weiter. Da. Machen wir hier noch das gleiche einmal hin. Okay, ich habe doch nicht so viele Fackeln gemacht. Hier noch. Da noch. Zack. Und da noch. Ich habe wieder eine Fackel. Oder hängt schon eine? Eine Fackel haben wir. Müssen wir natürlich auch später mal gucken, ob das alles dann passt. Wir haben nicht mehr genug Fackeln. Doof, aber nicht schlimm, denn wir haben wieder genug. Okay, dann ist jetzt nur noch das Signal hinterlegen. Mehr ist es nicht mehr. Also, Anführungszeichen, mehr ist es nicht mehr. Wir müssen hier nochmal ein bisschen wegbuddeln, weil wir das Signal anpowern müssen. Und die Verstärker reichen uns auf keinen Fall. Zack. Da werden wir noch deutlich ein paar brauchen. Gucken wir mal kurz, ob sie alle bepowert sind. Alle bepowert, alle Fackeln aus. Wunderbar. Dann gucken wir mal kurz rauf, ob das jetzt so läuft. Vielleicht müssen wir es nochmal inventieren. Jetzt müsste es eingefahren sein. Da ist ein Kies kaputt gegangen. Warum ist da ein Kies kaputt gegangen? Es sollte nicht kaputt gehen. Alles eingefahren. Wenn es aus ist. Ach nee, wenn es an ist, alles ausgefahren. Und das müssen wir jetzt aber nochmal inventieren. Genau, weil es nicht genau andersrum sein soll. Okay. Signal inventieren, kein Problem. Das funktioniert ja ziemlich easy. Ist ja kein Thema. Zack. Hahaha. Ziemlich easy. Wir müssen erstmal wegbuddeln. Signal inventieren, ganz easy. Zack. Zack. Signal inventiert. Also einmal umgedreht, weil die Fackel ja immer ausgeht in dem Moment. Jetzt ist das Ding hier aus. Oder halt betätigt. Jetzt ist das ausgefahren. Genau, jetzt haben wir das Signal invertiert. Und wir brauchen mehr Verstärker. Peng. Also dürfte da nichts mehr fließen. Das heißt, wir gehen mal kurz dahinter. Wenn sich die Kuh hier anscheinend zu ihren Artgenossen gesellen will. Machen hier noch ein paar Verstärker. Sehen, werden nicht genug Verstärker werden. Packen hier noch links und rechts Redstone. Dann haben wir noch ein paar Fackeln. Die ist nicht schlimm. Wir brauchen gerade. Packen einfach mal ein bisschen Holz da rein. Schauen, dass wir ein bisschen Holzkohle zusammenbekommen. Dass wir vielleicht noch ein dicken Ding durchbrutzeln können. Etwas Stein.